Uns endlich mal weitermachen. Alter, wo bin ich überhaupt, Mann? Wo bin ich überhaupt, Mann? Aber ganz ehrlich, ich mag diese schwammige Steuerung von Far Cry irgendwie nicht mehr so. Das ist voll komisch, alles spielt sich perfekt, aber Far Cry ist irgendwie so schwammig. Ne, Bersi! Bersi! Bersi, bleib stehen, hey! Bersi! Ja! Ne Peaches, du auch, wa? Na, komm her, mal her, komm mal her! So, was ist jetzt der Plan? Ich muss Quests machen. Ja, ich würde einfach das hier machen. Ist ganz schön weit entfernt. Aber ist mir doch egal. Guck mal, wo ich hier bin. Oh ne, warte mal, ich mach erstmal das hier. Peaches. Leute, morgen habe ich den ganzen Tag über eine fette Schulung. Mal gucken, wie das so wird. Aber es ist echt so. Guck mal, Leute, hier. Alles super scharf und super geil. Und hier so die Steuerung, die ist halt echt komisch und schwammig. Ja. Oh shit! Hörst du mich? Ich bin's, Whitey. Du bist fast am Was? Aussichtsturm. Schnapp dir die Karte. Whitey? Whitey ist da? Vor allem, du bist fast am Aussichtsturm. Ich bin am Aussichtsturm. Auf der Karte sollten die Bunker markiert sein. Sobald du sie hast, such dir einen aus und los. Aber Eden Skater sucht drauf losgeschickt. Und zwingen sie auf ihre beschissenen Stühle. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dich wieder zu verlieren. Aber ihr müsst mich verlieren. Was ist denn hier los, hä? Was ist denn los mit dem? Nehmen die tatsächlich, das morgen ist so eine andere Schulung, da wird es wahrscheinlich keine Muffins geben. Wenn man vom Teufel spricht, da schreit er. Ich glaube, ich düse jetzt hier so lang. Oh, der hübsche Wolf, Leute, der hübsche Wolf. Alter, die Cooper-Hütte. Jetzt habe ich hier mein Feriendomizil entdeckt, Leute. Ist es nicht... Was findet das Versteck? Das Versteck? Oh mein Gott! Hallo! Knacks, Alter! Oh, Peaches, ey! Rennt mir vor der Linse. Nicht Peaches. Ist ja Bersi, ist ja. Burger King? Nee, Cheeseburger, ne? Cheeseburger King. Cheeseburger! Vorsicht, Mann, da kommt so ein Typ!
Ich weiß nicht warum, aber die Steuerung von dem Spiel hier gefällt mir gerade gar nicht. Ist alles so verzögert. Und irgendwie, aber auch nur beim Gucken. Ich weiß auch nicht, Leute, was ist denn hier los? Klasse. Oh! Ja, sieh dich um. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Im Gemüsekeller? Bessie, hast du eine Ahnung? Aha. Gefunden? Sauber. Weiter zur nächsten Hütte. Ich sehe nicht mal meine eigene Munition, Mann. Fuck. Ich muss irgendwie... Ja, so ist gut. So ist gut. Was ist Gemüse? Gemüse! Oh, sehe ich ihn, Alter. Ich sehe gerade, du ballerst ja richtig raus, Alter. Du ballerst ja richtig aus. Danke fürs Cheering. Dankeschön. David oder David? Das würde ich jetzt mal gerne mal wissen. Ich gehe mit meinen tierischen Freunden. Eine Insektenpatrouille. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Versteckt euch, Leute! Ich bin gar nicht da. Hey, ganz ehrlich, irgendwas ist anders mit der Steuerung. Kannst du mir sagen, was du willst? Vielleicht sollte ich. Es war super langsam, aber irgendwie. Irgendwie fühlt es sich besser an. Tolles Gefühl, erster Platz. Ja. Lass uns den Seychellen feiern. Also David, okay. Alter Leute, es ist David. Oh fuck, oh fuck. Oh, 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 oh. Wow. Bersi. Bersi, steh auf, Bersi. Schnell, Bersi, hoch mit dir. Oh Gott, alles ist schrecklich, Alter. Ja, scheiß auf, Mann. Lass meinen Bären in Ruhe, Mann. Alter, was? Ein Loch mit einer Klappe? Vor allem immer noch kein Glück. Ich hab halt noch gar nicht... Aua! Ich hab halt noch gar nicht geguckt. Einfach tot. Das Versteck liegt definitiv
Oh Gott, was denn hier, Leute? Whoa. Das Spiel hat gefühlt 1000 Gäste mit verschiedenen Steuerungen, also von daher jetzt. Ne, es kommt mir heute so ganz, ganz anders vor. Ich weiß auch nicht warum. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie asynchron oder so ist. Es ist alles gut. Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. Nein, Mann, die Peggys werden gekillt. Hä, was ist denn hier los, Alter? Was ist los mit euch, Mann? Shit, genau. Dann mache ich doch gleich mit. Red doch mal mit mir. Ich wusste, dass sie mich töten wollen. Scheiße, das war knapp. Hey. Ich habe Peggys mit großen Chemikalienfässern in Richtung Elkjaw fahren sehen. Ja, stimmt. Turok war echt krass gestern. Turok war ja so schnell. Das ist echt so schwammig, weil Turok so krass war. Ihr habt vollkommen recht. Oh Leute, ich freue mich so auf Turok 2, weil Turok 1 das erste Mal 100% durchgezockt. Und Turok 2, ey, oh, ich freue mich sehr. Ich habe voll Bock da zu zocken. Aber ich habe es noch gar nicht. Hm. Toll. Hustzeit. Oh, Major Link ist da. Hey, unser Sommerbacker, no? Ich bin das Einzige, was Bösewichte und Sekten aufhalten kann. Qualitative Preise der Waschmaschinen. Sir Sauerbacke, was ist denn hier los? Unten, unten. Kannst du damit auch so fliegen wie ich hier? Leute, da schießt jemand! Hilfe! Alter, nice, Vanni. Dann müsste ich jetzt eigentlich auch zocken, wa? Noch dieser Blick. No. Ich mag dieses Gleiten, das ist total cool. Hey, hab dich im Bild. Warte. Oh nein, die Schweinepriester haben es auch. Hey! Die fahren mit unserem Kram weg. Sieh ihm nach und hol dir das Zeug zurück. Schnell, sie entkommen. Mann! Schnell! Let's go! Nein! Schnell! Let's go! Oh, hallo! Wow! Mach so Platz, Mann! Mach Platz! Oh mein Gott! Wow! Einfach so eine Offroad-Strecke hier, richtig geil. Aua, hey!
Die Mucke ist geil, Alter. Bleib mal stehen, mein Freund, bleib stehen! Wer stört da, hä? Geil, Mann. Schon mit dem Lachen an beim Fahren? Hallo! Was war's denn jetzt, Mann? Hey! Mann! Im Auto fahren nicht nach hinten gucken jetzt! Oder beim was auch immer fahren! Oh! Alter! Peaches? Warum? Einfach so. Hey Kai, guten Abend. Okay. Mini wird eine tolle Ehefrau. Ach, Mini, ey, ich freue mich schon, wenn wir bei Stardew Valley so. Wir müssen ja für uns beide sorgen und das Geld ist ja für uns beide. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir unsere Arbeit aufteilen können und so. Er leckt mich ab, der Bär. Er mag mich. War schön. Oh Gott. Ab nach Home. Kann man Koop eigentlich Begleiter spielen? Also beim Beispiel Herc oder Cheeseburger? Oder muss man dann seinen Charakter... Ich denke mal, den eigenen Charakter spielt so. Hallo Verena, please. Verena LPs. Guten Abend. Du wirst uns helfen, diesen Berg zurückzubekommen. Hey, willkommen zurück. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker. Das Zeug. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Aufrüsten abgeschlossen! Plopp, da ist er wieder. Ah, Leute, es ist echt merkwürdig, wenn ich mich hier die ganze Zeit am Bild habe. Das ist echt sehr merkwürdig, wenn ich mich die ganze Zeit selbst sehe beim Spielen. Aber so haben wir keine Lags und keine Probleme. Das ist voll gut. Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann. Die Whitetails stehen hinter dir. Hm? Mhm. So, lass den Scheiß! Nein, nicht schwach. Ich meine untreu. Verräterisch. Undankbar gegenüber unserer Gnade. Es tut mir leid.
Musst du kacken? Geht's dir nicht gut? Musst du... Klar, wie Klos, Bruder. Mit dir muss man rechnen. Musst du kacken? Oder was? Hast du jetzt gekackt oder ist es weh gut? Ich glaube, es geht ihm wieder gut. Ja, netter Junge, oder? Achso, Blackie zockt wieder weiter zu Heulen 5. Ganz genau. Ganz genau, liebe Tina. Wollt schon mal einen Bären mit Diabetes spielen? Wenn es drückt, dann drückt es. Ja, ist halt so, ne? Ist voll schön hier. So, was ist hier jetzt so? Meine Leute, meine Tierchen, die spazieren hier einfach durch. Wir haben vergessen, wer wir sind, aber das ist jetzt vorbei. Wir werden wieder Mörder. Wir werden wieder zäh. Wir werden wieder stark. Wir müssen in unsere Vergangenheit schauen, als das Leben noch einfach. Ihr habt mich nicht mal gesehen, Mann! Sieht so aus, als hättest du alle. Leg die Bomben und lass das Feuer weg. Das ging ja fix. Weedy hat die Dinger etwas aufgepeppt. Also genieß die Show. Na los. Mann! Okay, jetzt ist er tot. Ich wollte gerade ausrasten. Erstmal die Fenster kaputt machen hier. So, warte mal, also oben kann ich, genau, oben kann ich eine Bombe platzieren. Ach, Alter. Es tut mir leid. Man denn hier irgendwo runter? Alles klar, Ria. Hat mich gefreut, dass du da warst. Ich hoffe, die kurze Zeit hier im Stream hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, morgen kommt doch ein Stream. Es steht zwar auf dem Plan drauf, es kommt keiner. Aber es kommt da doch einer, weil mein Arbeitsplatz sich halt so spontan geändert. Und, auf jeden Fall, Ria, hoffe ich, dass man sich morgen wieder sieht. Ansonsten schlaf schön drauf, was soll's. Hab einen schönen Tag morgen. Mach's gut. Und wo geht's denn hier runter? Was ist der Schlüssel?
Das ist ein Bogen, wa? Ja. Oh shit! Oh shit! Nein! Ich war doch gerade. Die Bazooka. Die Bazooka! Ist das nicht ein hübscher Anblick? Auf nun immer Wiedersehen. Ich erkläre dir mal was, Depp. Niemand kehrt unverändert von Jacobs Stuhl zurück. Ich hab's gesehen. Mit eigenen Augen. Bist du jemand anderes? Eli meint, dass du okay bist. Aber das werden wir noch sehen. Jedenfalls gibt es noch jede Menge zu tun. Komm mal an der Wolf Stand vorbei. Und danke für alles. Hey, ich. Hey, Tomsi. Guten Abend. Okay, Freunde. Ich konnte nichts machen gegen dieses, was auch immer hier. Früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Der hat so viel durchgemacht für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Hallo Pingu, guten Abend. Muss ich gleich mal, Leute, pass auf. Wisst ihr, der Pingu, der wusste ja, mir ist immer so oft kalt. Und deswegen hat er mir einfach mal so was hier geholt. Das ist halt eine 40x90 Maus-Matte-Ablage. Das Einzige, was noch ein bisschen schade dran ist, ist tatsächlich der Geruch. Ich habe das jetzt den ganzen Tag draußen liegen lassen. Es ist schon übelst gut verflogen. Also es war ein richtig krasser chemischer Geruch. Mittlerweile ist es völlig in Ordnung. Ich will aber noch einen Tag sozusagen durchlüften lassen. Das mache ich dann, wenn ich meinen freien Tag habe. Am Samstag. Aber, naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall voll geil. Das ist halt richtig groß und kann dann hier schön auf meinem Schreibtisch liegen und vor allem habe ich dann hier immer schön Platz, um mit der Maus zu arbeiten und muss mir da keinen Kopf machen. Das wird sau entspannt und sau cool. Deswegen vielen, vielen Dank für diesen netten Support, lieber Pingu. Dankeschön. Props an dich. Alter, was ist das für geil? Ist voll geil, oder? Also, ich mag das.
Oder denken, Leute. Ist das ein Mauspad oder ein Putztuch? Nein, ein Mauspad. Ja, und aktuell nutze ich das. Ist halt echt scheiße winzig dagegen. Ne? Willkommen zurück, Fiona. Cool Style GG, Annie. Ja, war mir nie. Also sind wir alle ready für Jacob? Für Jakob sind wir alle ready für Jakob? Let's go! Mal dieses Rumrennen und. Ne? Aua! Dünn die Herde aus. Alter, was soll ich machen? Gut gemacht. Mach weiter. Hey, bin ich dumm? Töten, töten, ne? Mach ich doch. Hallo? Oh. Ja, Freunde, ich hab mir wieder einen Kopfschuss mit meiner Schrotflinte verpasst. Mit meiner Schrotflinte. Mit der Faust, meine ich natürlich, mit der Faust! Ja, ganz ehrlich, diese Mission hier nervt mich irgendwie mittlerweile. Ich brauch die Zeit, Mann, ich brauch die Zeit. All dieser Only You Scheiße, Mann. Right. Only you.
Hey, nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Eli! Nein! Nein! Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Verdammtes Stück Scheiße! Witty! Er hat dir vertraut! Witty! Ich hab dir vertraut! Warte! Witty! Das war Jacob! Nein! Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie, Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest ihn. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann. Ah. Wurde auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Thank you.
Ja, mein Mikro war aus, ja. Nehmen wir an, du schaffst es. Was denn? Du weiter roten Gänge für einen Teenager? Ja, ich hab nur gesagt, Whitehells sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Genau, wie erster Worker und Ann-Christine dann wirklich checken, dass man meinen Namen schreiben sollte, dass ich das wirklich sehe, dass im Chat irgendwas ist. Auf jeden Fall habe ich nur gesagt, jo Mann, ich muss mich die ganze Zeit räuspern, das nervt. Mein Hals ist irgendwie so komisch gerade. Wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben für Chance. Und das wird geil. Ich bin sein Opfer. So einfach ist das. Mann. Mann, jetzt entspann dich nochmal. Nochmal. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dreht? Mann, ganz ehrlich, ich finde die Mission irgendwie nervig. Der quatscht dich die ganze Zeit zu, da ist scheiß Musik. Ein Held sein. Dann leckt total. Alter, was leckt denn das jetzt so auf einmal? Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Mann, die dummen Wölfe, Alter, die in so einem Sack. In den Po geschossen, Alter. Und was ist das denn? Du verlässt das Missionsgebiet. Alter, hier ist doch das Missionsgebiet. Hä? Warum hat er sich da nicht festgehalten? Schau, schön, wieder ein Träum, was Tolles. Ganz viel Erfolg bei der Prüfung, du schaffst das. Shit, Leute. Da oben ist der Typ. Will ich auch, Fiona. Alles klar, Lukas, dann schlaf auch du schon. Und träum was Schönes. Und ganz, ganz viel Spaß morgen. Mann, die Waffe ist so scheiße, Alter, für sowas. Na, wo kommen die ganzen Gegner her, Alter? Ey, da waren die Bosse von Turok viel geiler.
Mann, warum kommt denn hier so ein dummer Wolf, Alter? Mann! Ey, ich hab gerade echt keinen Bock auf diese Scheiße, Alter. Ah. Das bringt mir nichts, wenn ich versuche zu schießen auf die Entfernung. Den Po, Alter. Oh Mann, ey. So. Wie viel hält er denn bitte aus, Mann? Wie viel hält er denn bitte aus, der alle Wolf, Alter? So konntest du meine Taktik nie aufhalten. Ja, doch, ganz ehrlich, die Shell ist gerade richtig nervig, Alter. Hi, Mandy, guten Abend. Ja, was er für ein Damage macht mit seinem Sniper, Alter, das nervt richtig. So. Beim Rutschen, ey. Hat nicht letztens irgendeiner gemeint, dass er Faith so schwer fand? Faith war so leicht, Alter.
Ey, er hat aber auch so eine 100%ige Treffrate, oder? Also. Ich hätte doch echt nicht Turok zocken dürfen. Die Steuerung ist so komisch, langsam und schwammig. Aber wenn ich halt die Empfindlichkeit höher stelle, dann ist es zu schnell. Das ist halt echt gerade so ein... Das ist halt echt gerade so ein... Ja, auch so was Schwammiges. Wenn ich irgendwas drücke, dann fühlt sich das so spät angenommen, weil die Steuerung in dem Spiel einfach so ist. Ma, im ganzen Magazin nicht ein Treffer, Alter. Fuck. Oh nein! Mann, dieser Fuck Wolf, Alter! Ey. Okay, bist du immer safe. Ich finde diese Stelle halt echt so unnötig schwer. Ist halt wirklich unnötig schwer gemacht. Oh, ich hab keine Munition. Hä? Wo ist hier meine Munition? Ich steh gar keine Munition! Irgendwo müsste ja wieder ein Wolf kommen.
Da war er. Sehr gut. Okay. Jetzt wird's eng. Alles klar, Mandy, dann viel Spaß beim Lurken. Ich danke dir. Und ja, dann schlaf später oder schlaf gleich schön und träum was Tolles. Mach's gut. Bis morgen. Jetzt kommen nur noch Pumas. Ob du jetzt oder später stirbst, liegt an dir. Ja! So oder so, du wirst nicht als Händler. Oh, endlich, Freunde, endlich ist er tot, Alter. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang, er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg. Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt. Aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt. Ganz pünktlich. Wie bestellt. Und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. Only You ist abgeschossen. Ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert, tut mir leid. Ehrlich, du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Kriegsopfer. Das muss ich jetzt noch schaffen. Genau wie man bei Faith im Nachhinein alles kaputt gemacht hat. Von diesem Bliss-Scheiß. Müsste ich jetzt echt noch hier alle retten. Danke, Leute. Und Dankeschön, Mini, für die fetten Bits fürs Cheerin. Dankeschön. Oh, endlich ist es dir vorbei. Ja, das war echt eine wirklich fiese Stelle. Das war wirklich eine fiese Stelle.
Ach, Vanni. Ja gut. Oh Mann, oh. Und jetzt. So, Freunde. Wenn ihr diese Worte hört, hat der Kopf. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Ich glaube, ich sollte ganz schnell aufhören mit Far Cry. Ich glaube, heute geht's einfach nicht. Was ist los, Nils? Ja, ich weiß nicht, heute ist echt kein Far Cry-Tag. Heute ist echt kein Far Cry-Tag. Dann muss ich halt die Mission hier fertig machen. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Oh nein, da ist unser Ziel! Wir müssen den Bären stoppen! Sein Po. Ja, lass uns mal gucken, Leute, was hier abgeht. Entschuldigung. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Oh Mann, ey. Alles Gute, Verena. Alles Gute zum Geburtstag. Mich nervt aber einfach die Steuerung hier in dem Spiel, ey. Also so versuche ich gerne tausendmal irgendwelche Sachen. Aber jetzt nein. Ich glaube, ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Ihr seid die Krieger des Gerne, Verena.
Verena, wie alt bist du, Yvonne? Wenn die Zurückgelassenen kommen, die Verzweifelten, die Wilden. Gott, wo ist ich sie? Ey, was ist denn hier los, Mann? Das wird immer später. Okay, ich glaube, ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Mann! Na also. Erstmal Benjo zurück nach der Arbeit dann. Jö! Yeah. Benjo! Du Kai, ja, ist ja alles schön und gut, aber mich nervt gerade einfach die Steuerung in dem Spiel so sehr. Weil das Zielen ist so schwammig. Das geht mir richtig auf den Sack. Jetzt langsam habe ich mich wieder ein bisschen daran gewöhnt, aber dieses ganze schnelle, flüssige, geile Kämpfen hier bei Turok gestern, das war so viel geiler. Ja, bei den Typen muss man so aufpassen. Natürlich ist alles zu. Wollte ja nicht deinen Skill absprechen, im Gegenteil, er sollte dich mehr motivieren. Nein, es ist halt einfach so, es ist ja schön, wenn man gefordert wird vom Spiel. Aber hier macht es halt einfach wegen der Störung halt keinen Spaß. Was willst du? Oh Gott, Alter, was ist denn hier passiert, Mann? Vielleicht hat er recht. Nicht ich, wenn er dich
Vielleicht. 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 Ja, wirklich. Vielleicht. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Habt ihr nicht verstanden, was hast du gesagt? Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Ich glaube, er freut sich, wieder frei zu sein. Oh Gott, hier ist schon wieder übelst die Action. Dieser Typ, Mann. Jetzt hab ich ihn. Du hast Jacob getötet, und vor allem Edward. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, oh. Das war knapp. Du hast Jacob getötet! Diese komische creepy Mucke, Alter. Schnell hier raus, Mann! Oh! Die White Mountain Region ist befreit. Geil. So, Leute. So Kai. Das finde ich auf jeden Fall nice. Das ist sehr, sehr schön, dass du es jetzt zockst.
Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Ich kannte ihn nicht. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Gate wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst, breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja! Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Geld endet heute. Peggy. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! 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 Meine Kinder. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Gegen die Regierung. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Jacobs Tod war nicht vergebens. Weg. Nie mehr. Ja, da haben wir es geschafft, Leute. Da haben wir das zweite Gebiet, die zweite Region befreit. Jetzt kommt nur er hier, der John. Tatsächlich mache ich das heute nicht mehr. Wir gucken uns den nochmal an irgendwann. Aber ich glaube, es braucht Ruhe vor Far Cry. Deswegen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken.
das war's für diesen Part von Far Cry. Danke fürs Live dabei sein, danke fürs Zuschauen. Ach, ich habe jetzt gerade echt nicht mehr so Lust drauf. Und mein Hals ist die ganze Zeit so nervig. Ach, mein Hals, Leute. Und ich muss noch so viele Highlights machen. Naja, das kommt halt noch. Auf jeden Fall, danke schön fürs dabei sein. Beim nächsten Part geht's weiter, dann sind wir auch alle wieder ein bisschen motivierter und haben mehr Bock auf alles. Ne? Vielen Dank auf jeden Fall. Danke. Tschüss, ihr YouTube-Leute und Twitch-Nachguck-Leute und so. Tschüssi.